Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo. Ja, moin. Was ist jetzt bei mir oder bei dir? Gute Frage. Okay. Also mein Skype lief halt weiter. Ich weiß nicht, woran es lag. Das Internet wieder schön ausgesetzt. Ja, genau. Um 23.50 Uhr ist High Peak im Internetverbrauch jetzt auf einmal, ja. Stimmt, ja. Vorher war es echt gut und jetzt so Internet. Oder? Ich habe gerade von Gainesville nach Ventura die Linie eingerichtet. Ja, du musst übrigens noch etwas anderes einrichten, nämlich die Bildschirmübertragung. Ich erkläre das jetzt einfach, was ich gerade so mache. Ah, okay, gut, ja. Ich folge dir blind. Genau, da von Ventura nach Gainesville. Mit die Schiefchen. Mit die Schiefchen. Und fahren wir dann auch von Gainesville runter nach Philadelphia? Mit die Kutschis. Mit den Kutschis. ja, da ist jetzt nur die Frage, soll ich hier den Dingens machen? Den Seehofen. Den Seehofen. Ein Seehofer? Oh Gott, bitte nicht. Einer langt. Oder soll ich ein bisschen terraformen und ein bisschen reinrücken? Nö, würde ich nicht. Die Stadt kann sich ja auch mal größer machen. Machen wir aber eine LKW, genau. Eine Busroute noch rüber. Ja, passt. Dann machen wir so. Verdienen wir quasi doppelte. Guck mal, die Stadt hat noch nicht mal ein ÖPNV. Den können wir auch noch gleich einrichten dann. Philadelphia. Ventura auch? Oder ist uns das zu weit? So, dann das Gainesville ist sehr machen, weit, glaube ich. Ja. Dann macht's Gainesville. Die haben ja eh die Kapazität mit den Pferdchen. Das läuft schon. Naja, wenn die Leute von Philadelphia nach Ventura wollen, dann ist Gainesville nichts weiter wie Grosperie. Einfach nur so ein Halt auf dem Weg. Durchzug. So. Cool. Okay. Philadelphia, wie wollen wir es denn machen? Hanno? Heute Emissionarstellung. Emissionsstellung. Verding. Ich würde sagen, mach einfach eine Busroute, eine kleine darauf. Bietet sich ja an. Soll ich da auch noch entlang fahren? Ich hätte jetzt fast gesagt, nimm diese zwei Straßenecken, die da unterhalb der Schiene sind, und zieh dann nochmal so ein Dreieck draus oder sowas. Wobei ich möchte eigentlich ich möchte eher so drüber fahren, da kann ich eine schöne Brücke oder einen Tunnel machen. Wenn wir da durchfahren, nicht von abhalten. Ja, wenn wir da jetzt durchfahren, ist blöd mit den Bussen, dass die Busse da immer warten dann. Beim Personenverkehr wäre es mir egal, aber bei den Bussen. Fährt er jetzt so oft einen Zug? Nee. Ich meine, wenn du Bock auf eine Brücke oder einen Tunnel hast, dann bau doch. Dann bau doch! Damit will ich dich auch gar nicht von abhalten. Schauen wir mal, wie es wird. Wird doch gut passen. Dann können wir theoretisch, wir können ja hier drüber fahren, in die eine Richtung. Und in die andere Richtung zurück. Bei dem einen fahren wir, bei dem anderen machen wir einen Tunnel. Guck mal, die eine Straße, die da ist, an der sind ja gar keine Gebäude dran. Die könnte man ja theoretisch. Welche Straße? Auch da, wo dein Mauszeiger gerade drauf liegt. Ja. Nach unten geht, zu dem anderen Tunnel. Ach, genau, so, die könnten wir ja wegmachen. Und dann von der Kreuzung unten auch eine Brücke oder einen Tunnel da oben so ziehen. Hin? Ja. Genau. So ein bisschen weiter oder? Passt ja, so ist auch okay, lang doch. So? Ja. Ja. Gott. Mit Bodenwellen ist zu rechnen.
Das ist die Durchsage. Mit Bodenwellen ist zu rechnen. So eine Sieben-Hospital-Durchsage. Oder hier, Two-Point. Ja, ich wusste schon, was du meinst. Okay, Philadelphia ist, glaube ich, nicht besonders groß. Nee. Ja. Streitet sich mit Rancho Cucamonga. Exequo. Ich bin größer, nein, ich bin größer, nein, ich. Was wollen wir denn da machen? Hast du eine Idee? Ich würde sagen, eine Tram. Tram? Joa. Eine? Also oder zum Hafen, oder Bus in der Stadt eine Tram. Okay. So rum. Mhm. Wo soll denn der Bus dann hinfahren? Da raus, da um die Ecke und wieder zurück? Ja, lang doch. Oder sollt ihr mehr mitnehmen? Ich würde gar nicht wollen, dass der mehr mitnimmt. Dann kann man es nämlich auf ein oder maximal zwei Busse beschränken. Und den Rest soll dann die Tram erledigen. Okay. Weil wenn er bis daher fahren würde zum Beispiel, dann könnten wir auf der Parallelstraße da dann zum Beispiel eine Tram machen. Na komm, machen wir so. Klingt gut. Dann kann man oben links das noch vielleicht nehmen. Ah nee, das ist ein Bahnhof im Weg. So ein Bahnhof im Weg. Ich glaube, wir müssen den Bahnhof versetzen, nein, Schatz. Was ist denn das für ein Bahnhof? Achso, der geht da unten durch. Lebensmittelbahnhof. Ja, ist die Frage, wie wir da zurückkommen mit der Tram dann. Das habe ich jetzt gerade nicht bedacht. Brücke? Tunnel? Beam. Oder beamen. Das wird zu eng sein wahrscheinlich. Also das wird dann definitiv zu Stau kommen, glaube ich. Was war rauf und runter? M und N? Ja. Okay. Da tut sich gar nichts, das ist zu knapp wahrscheinlich. Genau, durch den Bahnhof durch. Also das geht? Theoretisch ja. Steigung zu groß. Aber warte mal, mach doch gar nicht so kompliziert. Kannst du den Rest von dieser Kurve da wegreißen? No. Und dann ziehst man die Straße, die hinten beim Bahnhof ist, ran. Also, mit dem Gleis, genau. Nochmal? Die hier? Achso, stimmt. Genau, ja. Genau, wir fahren einfach da hinten rum. Und dann vorm Bahnhof nach oben. Okay, wird da eine große Strecke. Ja Gott, die 10 Meter mehr da. Hä? Wo genau ist das die Kollision? Keine Ahnung, mir fällt leicht aus. So. Okay, gut, dann mache ich da mal die eine Station. Das heißt, wir kommen hier an. Dann fahren wir weg hier irgendwo. Fahren da durch. Kann ich jetzt mal da halten. Dann da. Einfach sagen, wenn's, wenn du sagst, Scheiße. Entweder sollen wir da noch eine machen? Auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall auf der vor dem anderen Tunnel eine machen. Ja. Dann da zum Beispiel. Passt. Hast du beim Hafen eine? Ja, okay. Nein! Naja. River Street, Spring Street. Diese Namen immer. Vielleicht nur noch Church und Birch, das ist auch mal ständig hier dabei. Und die Locute Street. Ja, genau. Okay, egal, mache ich später. Und dann nehmen wir jetzt die Tram. Tram, Tram, Tram. Und die lassen wir
Wo lassen wir die fahren? Bis daher? So. Bildet sich an, ne? Dahinter ist, finde ich, schon zu weit, weil da kommt dann auch nichts mehr. Das hier? Ja. Also die ganz unten am Strand, die würde ich nicht nehmen, weil da ist einfach nichts. Vielleicht die da. Wäre ein Kompromiss. Ist doch auch schon sehr groß, aber... Ja, aber wir reden hier von Highspeed-Trams. Wir könnten ja jetzt theoretisch einen Großteil der Strecke, gerade da hinten beim Bahnhof, auf Hochgeschwindigkeitsstraßen gehen. Ja. Sitzt in so einer Tram die ganze Zeit so gemütlich mit 20, 30. Festhalten. Das ist dann wie bei Spaceballs. Abgefahrene Geschwindigkeit. Wahnsinnig. Ach ja, genau, wahnsinnig. Was? Wahnsinnige Geschwindigkeit. Das hat noch nie einer getestet. So, dann Gebäude. Hier irgendwo umsteigen. Riecht das da hinten? Nee, da. Ja, latschen sie halt über die Straße, okay. Ja, das ist okay. So, hier die nächste. Da gehe ich d'accord, wie man so schön sagt. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts, weil das sind Güter. Das heißt, wir treiben. Kannst du trotzdem mitnehmen. Vielleicht baut die Stadt da hinten ja mal was. Und der Bauer will ja auch mal irgendwie in die Stadt kommen. Ne? Stimmt eigentlich. Was macht der Bauer? Denkt doch mal jemand an den Bauer. Also wenn Bauer sucht Frau ist, dann will er einfach in die Tram einsteigen, in die Stadt fahren. Ja. Und eine Frau suchen. Holt seinen Steinzeitknüppel raus, schlägt die Frau nieder, schleift sie mit auf die Farm und hat seine Frau. Ja. So wie Bauern halt sind, wa? Wie seid ihr, dass ihre so ist? So, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, ja passt, 7, 8, 9. War jetzt eigentlich, warte mal, das will ich jetzt mal. Schaut aus wie eine Grand Prix-Strecke. Hat was, ja. Was wolltest du schauen? Ob du die Timelapse-Videos schon bei dir drauf hast? Nee. Noch nicht. Ich hab mal gedacht, soll ich die vorher oder Alter, nachher? Alter, du bist aber... Du bist ja nett, ey. Mit deinem Thumbnail zu Timelines. Tilting Point und dann nimmt er den wahnsinnig gewordenen Commodore Decker, der sich wahnsinnig an den Kopf fässt und so... Und den Kopf auch noch so gesetzt, dass das Grinsen von Valvorix, das ist glaube ich die Katze aus Alice im Wunderland, ne? Das Grinsen der Katze aus Alice im Wunderland, was bei Valvo als passiv im Hintergrund das Logo ist, kommt wie Hörnchen aus dem Kopf von diesem wahnsinnig gewordenen Commodore Decker raus und dann steht auch noch in feurig roter Explosionsschrift Tilting Boy. Tilting Point? Why? Fragezeichen, Fragezeichen. Ich vermisse da nur noch zwei Sachen. Rote Kreise und Pfeile. Und gut gelungen? Absolut, ich fühle mich getriggert. Glück. Echt, dass man neue Crew reinbaut und dann sagt, aber nee, nur bis Oktober. Tja. Die müssen sich noch zurechtfinden. Vielleicht ist Tilting Point ja auch ganz gut. Und dann ist Tilting Point tritt auf wie Picard im 8. Kinofilm. Am Anfang, wo die Borg. Ich hab Picard gesehen. Echt alle Folgen? Ja. Ich dachte, da müssen wir morgen quatschen. Apropos, Kenny hat mich gefragt, ob wir alle zusammen am Freitag gucken wollen. Ja. Also ich wäre dabei. Cool.
Machen wir Livestream draus. Sie haben 0,01 Sekunde von CBS-Material gezeigt. Sie wurden soeben von 10.000 Anwälten verklagt. Ihr Kanal ist gesperrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihr CBS-Team. Immer für Sie da. Ja. So. Irgendwas passt jetzt nicht mit den ganzen. So? Na, dass da vorher hier geendet hat. Hä? Aber jetzt passt's. Ach so, wahrscheinlich, weil ich die Straße gerade neu gemacht habe. Das könnte sein. Ja, ich glaube, die Stadt hat auch schon wieder so eine Querung reingezogen, oder? Oder naja. War die beabsichtigt? Nee. Diese 30-Kammer-Straßen sind nicht beabsichtigt. Okay, gut. Daran sieht man das immer ganz gut. Ich dachte es mir schon. Habe ich da jetzt schon eine Linie? Ja, habe ich schon. Linie, ja, aber ich glaube Züge noch nicht. Züge? Tschu-tschu! Ja. Trams. Ist ein Tram ein Zug? Ich glaube ja, oder? Hätte ich jetzt noch nie so betitelt. Wie viele Busse soll ich nehmen? Zum Hafen? Maximal 2. Oh. Die Strecke ist ja so kurz. Naja. Na gut, machen wir mal 2. Ja, die Stadt ist jetzt aber auch keine Millionenstadt. Das ist die zweitkleinste oder kleinste. Je nachdem, wie gerade Toronto Kapaflonko abschneidet. Toronto Kapaflonko. Kennst du die andere Stadt? Komischerweise sind sie exakt gegenüberliegend auf der Karte. Aber jetzt würde ich sagen, let's get ready to fight. Das ist echt nur eine Person Unterschied. Sobald einer in einer Stadt schwanger ist, ist der andere sofort raus. Cool, da haben wir jetzt die Verbindung. Okay. Ventura auch. Passt hier gut. Ja. Haben wir gut was geschafft. Ja. Wie lange ist die Folge jetzt? 3 Folgen sind es mittlerweile. 3. Also 1 Stunde 20. Boah. Krass. Krass, ey. Und wir haben alles angeschlossen. Wir haben jetzt alle Städte angeschlossen, ja, und alle, ich sag mal, möglichen Industrien. Das Einzige, wo ich sagen könnte, was wir tatsächlich probieren könnten, irgendwie, irgendwo, irgendwann, ist diese Scheiße da hinten bei Santa Clarita dem Holz. Nee, da würde ich ehrlich gesagt nichts mehr anrufen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hätte tatsächlich noch auf eine Sache Bock, weil ich das Waren als Hand, also zusammenstellen, anliefern. Ach so. Produktwaren. Bedarf Kunststoff. Aha. Wir haben genau 2 Warenfabriken. In Philadelphia, guck mal. Ach, die wären noch richtig riesig. Und auf der genau anderen Seite. Das heißt, wir brauchen hier Kunststoff und, ach Gott, Stahl, das ist halt auch so mühsam. Aber Stahl wäre da auf der Insel vorhanden als Stahlwerk. Und Kohle auch. Ja, und Eisen nicht. Ja gut, aber das wäre jetzt ein einziger Rohstoff, den wir dann nur hinbringen müssten, damit dann hätten wir Waren. Nee, wir brauchen noch den Kunststoff. Ja, sag ich ja. Achso, ja, 2. Nee, also wir brauchen Eisen und wir Kunststoff. Wir brauchen Kunststoff und, genau, und Kunststoff ist die Frage, wie sich das zusammensetzt. Der Kunststoff gibt's ja nicht einfach. Das entsteht durch. Ich dachte, Kunststoff wächst in Büschen und Bäumen. Ja. So hat mir das Greta gelernt. Genau. Irgendwas mit Öl war das, oder? Ich bin auch der Meinung, da ist so eine riesige Insel im Atlantischen Ozean. Auf der wächst einfach immer mehr Kunststoff. Man kennt's doch. Ja, so einfach abgrasen, ernten und fertig. Alter, wo ist denn... Da. Okay. What the fuck? Na, warte mal. Das Ding habe ich aber auch schon mal gesehen unten links in Ann Arbor. Ann Arbor?
Da, nee, bei Gunshu, Kocho, Munshu. Tatonka, Katakonka. Okay, da hätten wir auch das wäre nicht schlecht, ja. Das andere oben ist nicht so weit. Dann darauf, mit, wie auch immer, Schiff, Flugzeug. Bahn. Eine riesige Bahnbrücke. Ich bin dafür. Ich meine, ja, theoretisch würde es passen. Hier stehen bleiben? Ne, wir müssen in die andere Richtung, scheiße. Da kannst du trotzdem zweigleisig fahren. Also. Zweigleisig. Ja, hier ne. Es hier fällt es, das ist aber auch erst hinterher immer so versorgt. da könnten wir da rauffahren. Ja, wir bräuchten dann nur noch das Stahl. Wie heißt das? Erz? Eisen. Das ist ein Erz. Eisenerz. Wir haben uns in der Mitte getroffen. Da rechts. So reichlich. Hm. Bei Cleveland. Um die Cleveland? Umgebung. Cleveland, für die gute alte Gloria ist. Boah, da gibt's aber echt ja, einiges, ja. Verdammt, jetzt haben wir heute 3-4 Folgen oder mehr aufgenommen, wo wir Gloria aus Cleveland noch nicht. Oh Gott. Denk doch einer an Gloria. Aus Cleveland. Okay, und was machen wir dann mit? Diese Folge von TEG nie wieder gucken können, ohne dass wir Gloria aus Cleveland. Wir müssen es eigentlich jedes Mal einbauen, aber dann gibt's jedes Mal einen Strike von CBS. Und was machen wir dann mit den Waren? Nach Sentinel? Ja, nach Sentinel zum Beispiel, ja. Oder Cleveland! Oder Cleveland! Ehrlich. Das wäre so ziemlich die letzte Aufgabe, wo ich finde, das könnten wir beim nächsten Mal dann noch angehen. Ja. Also viel mehr. Ich glaube, es kommen auch keine Fahrzeuge mehr, weil das letzte kam, glaube ich, 2021. Ja, knapp nach 2020. Dass sie sagen können, länger als Transport Fever 1. Genau, ein Jahr mit einem Fahrzeug mehr. Ja, war echt so, oder? Ja, und ich weiß nicht, eventuell feintunen, dass man sagt, hier braucht's überhaupt, soll man da noch was anpassen? Ja, gut, das haben wir letztes Mal exzessiv gemacht, ne? Mit den Bahndingern. Also wir machen ja schon ordentlich Gewinn. Wir haben seitdem ich... 28! Amarillo immer noch. Oder wie? Neu? Das ist neu, glaube ich. Amarillo, Rockford? Ja, das ist doch der neue Flieger. Das ist der Bombardier. Amarillo hasst uns zwar. Dafür... Aber dafür machen wir Millionen. Ist das nicht immer so? Dafür liebt uns Delhi City. Industriekonzern verdient Millionen und alle hassen nein. Wir haben alles richtig gemacht. Achievement unlocked. Achievement Gas von allen. Ching. Ja, doch, gefällt mir. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Jo. Ja, passt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke an den anderen fürs Dabeisein. Immer gerne, immer gerne. Und ihr könnt es ja auch noch in die Kommentare schreiben, aber wahrscheinlich, wenn das rauskommt, dann ist das Let's Play vielleicht schon abgedreht. Ich mein, also wir nehmen ja immer einmal pro Woche auf. Wie viele Folgen bringst du pro Woche? Ein paar Vorlauf. Drei. Okay. Drei pro Woche und ich habe Vorlauf 20. Noch nicht geschnitten, aber ja, circa. Okay. Also wir sehen uns dann, wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist. Zu Transport Fever 3. Wahrscheinlich. Ist ja nicht ganz so exzessiv wie damals beim Stellaris-Ding. Aber könnt ihr durchaus mal wieder reinschauen dann auch. Ja klar. Wenn es irgendwie Updates gibt oder DLC oder so. Gab's schon am ersten Teil DLCs oder zweite Staffel oder sowas? Nee. Das ist gar nicht. Nee. Gar nichts, ne? Ich habe das aber auch nicht so mitbekommen, weil ich habe es gekauft, nachdem schon lange Zeit draußen war und bin dann quasi relativ schnell direkt mit Mods rein. Also ich hätte es gar nicht so mitbekommen. Ja, doch, die Mods hat sich eh so ein bisschen angefühlt. Wieso ist nur eine Endlich-Geschichte, ne? Ja.
Na cool. Na dann vielen Dank fürs Zuschauen und allen anderen fürs Dabeisein. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.